Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, wir haben das letzte Mal ja die Ölpumpen angestellt und am Anfang waren ja da noch, naja, okay, wobei 23,5 pro Sekunde, Abbautempo 3 pro Sekunde. Ja, also doch, geht schon. Tank ist jetzt auch schon zu, naja, zwei Dritteln fast voll. So, dann hätte ich gesagt, machen wir auch hier gleich mal Gas draus. Und wir brauchen ja hier auf jeden Fall Sulfur. Das heißt, ich brauche jetzt mein Chemiewerk, wenn ich es jemals finden sollte. Da ist es. Ich hätte gesagt, ich schließe es auch. Ne, ich schließe es hier an. Egal. So, dann heißt es jetzt hier Sulfur. So, und jetzt möchte ich Steuerung Shift. Das war der falsche. Ah. Einstellungen, Bedienung. E und, warte. Cargo Ships, Factory Planner, Fluid Permutations, damals. I und R. Insert. Genau. Den wollen wir ändern. Schauen wir mal, haben wir noch genügend Pipes einstecken? Hammer. Ja, wenn ich schon dabei bin, dann mache ich gleich die richtigen. Okay, dann haben wir hier die Pumpe. Dann hätte ich gesagt, schließen wir das Zeug hier auch an. Danke. Vorher mal wieder typisch ich, dass es genau verkehrt rum mache. Aber ich habe noch nichts drin. Das ist gut. Ich brauche eine Raffinerie. Wo bist du? Da. Auch so auf. Ah, ja. Ich hält. Baue es nochmal so auf. Schauen wir mal. Steuerung Shift I. Das ändert er nicht. Nein, dann muss ich es leider anders aufstellen. Der weg. Die Röhren kommen dahin. So, dann kann der nämlich jetzt schon mal ganz fleißig, schön brav Sulfur sammeln, dass wir das auch kriegen. Steine. Das heißt, ich kann die jetzt auf jeden Fall auch abbauen. Und ich hätte gesagt, ich entleere die nächste Kiste. Ja, der Rest bleibt bei mir im Inventar. So, wie schaut es jetzt bei dir aus? Gibt es jetzt hier überhaupt noch rote?
1000. Und die 259 davon. Auch 80 Sulfur ungefähr. Muss ich aber mal gucken, was baue ich jetzt für Motoren? Ah, okay, Motoren werden schon gebaut. 130 Stück sind fertig. Das heißt, ich brauche jetzt noch die weißen Boards. Das sind 120 fertig. Rein, danke. Wie geht's hier weiter? 85 Stück habe ich. Restliche Stahl, was ich einstecken habe, reinschmeißen. Bisschen Zahnräder. Stahl holen. Nee, das wird wichtig, dass ich jetzt das da unten fertig kriege. Dass ich das anschließe. Nur gerade beim Überlegen, wie ich es hinmache. Wie gesagt, es ist nämlich dann doch ein paar Meter weg. Ich habe doch Solar schon erfunden, ne? Ich habe doch schon Solar erfunden. Large Solar Panel. Small macht 26, 60 und 107 Kilowatt. Was macht diese große Bauanlage? Macht die 60 oder 600? Maximale Leistung 107 Kilowatt. Das heißt für mich, ich bräuchte alleine 3 Stück davon, um einen einzigen zu... Nee, das kann ich mir über dieses System noch schenken. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Was ich jetzt machen würde am liebsten, und nee, das mache ich jetzt auch, ist auf jeden Fall mal die großen... Ja, okay, aber 250 Stück. Buh. Die Raven kann ich schon. Die Raven könnte ich herstellen. Hover Technology. Könnte ich ein Hovercar bauen. Auf jeden Fall witzig. Leather Riffle. Bringt mir nichts. Logistic Warehouse Compressing. Logistikroboter 250. Das macht auf jeden Fall Sinn. Auch rein. Fast gleich. Kohle habe ich ja auch einstecken, das heißt, ich kann es oben auch gleich reinschmeißen. So, das heißt, ich habe jetzt hier in diesen Komponenten, habe ich jetzt hier eigentlich schon
Flugrobotergestelle, ja. Da brauche ich aber Elektromotoren. Und dafür brauche ich Schmiermittel. Okay. Nicht schön. Aber selten. Das heißt, ich brauche jetzt von dir Schmierstoffe. Wie stelle ich dich her? Über Schweröl. Die Kiste schon mal voll? Die sind noch nicht voll. Wunderbar, wie man das sieht. Ja, wie viel Schwefel habe ich denn? 200. Das ist super. Schmeiße ich gleich mal die Kohle rein. Da haben wir nämlich hier nochmal. Bei 33.000 war ich. Okay, die kriegen das momentan schneller hin. Das ist super. Die ist ein bisschen lahmarschig. Ich auch mal gucken. So, dann hätte ich gesagt Kohle. Darf nicht die 125 unterschreiten. Jawohl, passt. Haben wir das auch? Oh. Dann schauen wir mal hier. Dann heißt es für dich, du gehst hier entlang. Mir momentan egal. Okay. So, vielleicht sind noch die Roboterarme fertig. Das heißt, ich kann dann da noch mal was machen und dann laufen schon die ersten blauen. Das seht ihr schon kommen, dass wenn ich die so weit habe, dass ich die automatisiere, brauche ich sie nicht mehr. Bin ich fertig. Kenn mich. So, 66. Gut aus. 250. Die nächsten 83. Dann hätte ich gesagt, haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Okay, dann hätte ich gesagt, steige ich in mein Gogo-Mobil. Diesmal habe ich gar keine Kohle mehr einstecken. Ja, wobei mit 4 Stück brauche ich gar nicht runter.
4 Stück brauche ich wirklich nicht runter. Der ist auch fertig. Der ist auch weg. So, die machen jetzt ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass das die 3 ist. Ja, war die 3. Passt. Gut, dann hätte ich gesagt, muss ich auf jeden Fall jetzt noch die... Ich kann auf jeden Fall schon mal mit der Hand anfangen zu bauen. Eine Pumpe. Dann hätte ich gesagt, davon habe ich schon 2. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier 1, 2, 3, 4. So, Rohre habe ich 274, die müssten reichen. Wie gesagt, was definitiv nicht reichen wird, sind die Bänder. Außer ich mache es mit dem Zug. Aber ich möchte momentan lieber... meine... Zahnräder in die Ärmchen da reinstecken. Okay, was habe ich? Davon habe ich auch keine mehr, ne? Komm, einmal laufen bringt noch, weil wie gesagt, dann lasse ich sie lieber erstmal mit den Gelben abtransportieren. Oder wir machen... Na komm. Wir schauen uns jetzt mal den Zug an. Die Schienen habe ich ja schon mal einstecken. Was ich ja schon mal gelernt habe, ist... Es gibt den positiven und den negativen, ne? Also die sind immer 1,5 lang. Nicht 2, sondern 1,5. Ne, man kann es dann... Ne, man kann es auch nicht rumdrehen. Eines sind 2, genau. Okay. Und ich bin gerade zufrieden, weil diese Reihe jetzt weg ist. Erstens habe ich jetzt davon wieder ein paar. Und jetzt bin ich auch genau in der... Habe ich jetzt soweit alles drin? Kann ich jetzt soweit die Welle wegmachen. Okay. Dann brauche ich jetzt die Schiene. Ja, jetzt ist die Frage, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Aber ich hätte gesagt, das ist eigentlich meine Hauptlinie. Ja, das heißt jetzt, wenn ich jetzt... Ja, um die sogar gehen. Habe ich abgeschlossen. Die Akkumulatoren, hätte ich gesagt, fange ich gleich an.
heißt es, du gehst da rein und du kommst da raus. Da gehen da schon mal die Schienen weiter. Okay, dann kommst du weg. So, ganz unten ist, glaube ich, Eisen, ne? Ne, ganz unten ist Stahl. Hätte gesagt, ich muss dann die Schienen. Ist mal weg. Du gehst erstmal dahin. Egal. Ach, bloß die ganzen Schienen. Nee, 250 wollte schon sagen. Was? Die ganzen Schienen sind weg. Jetzt wissen wir auch, warum, dass das so wichtig ist, dass der da fertig wird. Okay. Dann habe ich den da. Hier im Wasser oder was? Also da kann ich ihn bauen und da nicht? Okay, weil da schon Wasserfeld ist oder so. Ja, wird sowieso irgendwann zugeschüttet. So. Dann habe ich Untergrund. Untergrund. Nein, da brauche ich bitte schnell mal eine. Dankeschön. Okay. Ja, ich kann nicht bauen. Auch Landfill. Muss ich im Inventar gerade machen. Komm, ich hau alle rein. Ja, ich soll. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Das heißt, ich brauche den da. Hier. Dann brauche ich das Gleis. Hier. Und du kommst
daher. Okay, dann hätte ich gesagt Landfill, Landfill, Landfill. Kommt jetzt erstmal da rein. Machen wir groß. Und der wichtigste ist erstmal der da. Der zweitwichtigste ist der da. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es noch zukriegen. Sieht gut aus. So, und dann brauchen wir jetzt noch Maschinen. Nee, das darf ich nicht. Muss es genau andersrum machen. Das müsste passen. Ja. Und da aus. Das heißt, das wird eine Kreuzung. Okay. Ich glaube nicht, dass das gehen wird. Ah, doch, so geht's. So geht's. Schaut zwar wegen holperig hier aus, aber egal. Hier schaut's auch nicht besser aus. So, das ist abgeschlossen. Dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes wieder Crafting Speed. Ich hoffe, dass ich das alles jetzt richtig soweit geplant habe. Ja, der Zug muss halt in die Richtung wegfahren können. Das heißt, der kommt jetzt hier runter und fährt hier rein. Ja, das kann ich ja alles jetzt abbauen. Das bleibt momentan noch. Und da hätte ich auch gesagt, das ist auch die beste Möglichkeit auszuladen. Dann hätte ich jetzt gesagt, dann kommt hier jetzt dann der Bahnhof hin. So, das wird jetzt dann der Bahn, also die Strecke zum Bahnhof. Ja, mein Problem wird jetzt bestimmt sein, dass ich den Kreisel. Viel zu früh anfangen muss. Ich wollte ja eigentlich noch hier das Lager mit reinbauen, ne? Aber ich glaube, das kann ich vergessen. Also die können weg. Und dann heißt es jetzt für mich, du kommst hier rein.
Okay. Okay, das heißt, du kommst hier rein, fährst hier entlang. Und dann fährst du wieder hier entlang. Das heißt, du musst auch weg. Und du gehst so hin. Dann ist der rauffahrend und der runterfahrend. So, das Problem hast du jetzt aber auch. Habe ich das jetzt als insgesamt? So, und du wirst es hoffentlich trotzdem gehen, jawohl. Ja, mein großes Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, ich glaube, ich kann das vergessen mit den Schienen hier. Weil ich möchte hier wirklich einen Bahnhof haben und der Bahnhof, der braucht Platz. Das heißt, ich mache jetzt hier auch einen Kopfbahnhof hin. Kopfbahnhof heißt, also kein Durchgangsbahnhof. Durchgang ist klar. Fährt durch. Ein Kopfbahnhof heißt, der fährt hier rein. Das heißt, ich brauche auch immer zwei Züge, also zwei Loks an einem Zug dran, dass er rein und rausfahren kann. So, dann heißt es jetzt nämlich für mich, ich komme jetzt dann hier zum Beispiel rein und fahre bis hierhin. Dann schauen wir mal. Ich habe keine Motoren einstecken. Ich brauche noch Motoren. So, aber mir fällt gerade was ein. Nee, Kupfer ist in Ordnung. Eisen, aber Eisen ist weg. Und Stein ist auch weg. So, wie viel von denen Dingern habe ich denn? Ich habe 6 Stück davon. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch mal einen davon. Ich habe keine Circuits mehr. Langsam frustrierend. Immer fehlt was. 10 Stück. Kann ich die Motoren einfach reinschmeißen. So, dann kommst du raus, weil ich will es dann gleich, wenn dann, ne? Wenn dann richtig. Das heißt, ich brauche jetzt Stahl, ich brauche die da, ich brauche die da und ich brauche die zwei.
Danke. Und dann brauche ich jetzt die nächsten Waggons. Das heißt, ich brauche jetzt die 6. Ich brauche wieder Zahnräder und ich brauche wieder Stahl. Und das ist halt das, was ich jetzt testen muss, dass ich weiß, wie viele Waggons ich dranhängen kann, bis ich einigermaßen sagen kann, okay, Bahnhof. Weil der sollte jetzt nicht drüber gucken, ne? Über das 150er Feld. Ich sehe gerade ganz Kupfer, die Kohle ausgegangen. Auf jeden Fall. Ja, lassen wir dich mal komplett bis zum Rand gehen. So, und dann heißt es jetzt die Lok. Die Lok kommt jetzt dahin. Jetzt muss ich mir auch mal die Haltestelle anschauen. Okay, also das da muss alles weg. So, und ich mach mal, bis ich das besser hab, Gleise hier rein. Seht ihr schon kommen, dass das alles zu klein ist? Dass der 50er zu klein ist? Ich muss auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist Entladung. So, da habe ich jetzt 4 Waggons. Mach das mal bitte weg. Irritiert. Nee, der muss dahin. Also außer Reichweite, ja klar. Was auch sonst. Ich mache das jetzt mal so. Aber ich bin doch der Meinung, ne, dass jetzt das da alles entladen ist. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade mal, ich kriege jetzt hier gerade mal einen Vierer rein. Weil das heißt ja jetzt für mich, genau, ich hätte es dann. Ich habe jetzt hier meine Lok. Der fängt nicht, oder? Wenn das natürlich, dann wären es nur noch 3. Muss es wegmachen. Ich mache ganz nach vorne. Ich übersehen, ob es falsch ist.
auf dass überhaupt Kopfbahnhöfe möglich sind. So, und dann heißt es jetzt, du fängst hier. Ja klar, weil da muss ich ja auch die, ich muss ja den auch beladen. Klar. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal 3 Waggons dann dran. Und dann kommt jetzt der da. Hier hin. Und dann heißt es, du befüllst. Und du befüllst. Und du haust raus. Du haust raus. Und du haust raus. Was wir jetzt natürlich machen könnten, ist, wir machen das auf beiden Seiten. Und gehen dann hier unterirdisch runter. Ah, okay. Das heißt jetzt aber auch hier muss ich wieder aufpassen. Ne, weil ich muss ja jetzt auch so denken. Ich komme hier raus. Ne? Die gehen rüber, die verfangen sich, gehen da rein und gehen rüber. Also das heißt, ne, ich habe jetzt hier Abtransport, 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 Abtransport. Geh rein und geh rüber. Das habe ich bei dem hier auch. Und das habe ich bei dem hier auch. So. Dann komme ich hier mit 3 Stück. Also dann komme ich hier an und hier an. Und dann brauche ich hier die Verteiler. Merk schon, das wird richtig kompliziert. Ich sage jetzt einmal so, eiskalt. Ne? Ich komme jetzt auch... Ich mache dasselbe Spiel jetzt auch hier. Okay. Und dann gehe ich hier runter, dann gehe ich hier runter und ich gehe hier runter. Da kommen die dahin, dahin und dahin. Die kommen dann da oben raus und wie gesagt, und die verteilen dann. Dafür brauche ich dann sogar den Sorter. Macht es sogar Sinn, dass ich den Mod drin habe, weil sonst müssten es ja Greifarme machen. Also die zwei beladen den. Der und der. Und dann habe ich hier jeweils auf links und rechts stehen. Ich muss da nämlich dran denken. Ja, da komme ich nämlich. Gehe ich auch so entlang. Kann ich mir noch 3 Stück bauen? Raus.
Du kommst da raus und du kommst da raus. Ups. Und du machst den da. Ja, das heißt, der. Ja, okay, aber der befüllt ja den mit Zweien. Dann hätte ich gesagt, machen wir sogar so. Und ich gehe noch einen rüber. Und ich komme erst da hinten. Ja. Mach mal anders. Ich gehe hier runter. Und ich komme dann erst hier raus und hier raus. Nein. Ich komme bei dem sogar erst hier raus. Der ist falsch. Hm? Stell mich gerade. Eigentlich schon. So. Ja, der ist doch falsch gewesen. Falls mal einer gesagt hat, Bahnhöfe sind nicht kompliziert. Also das heißt, jetzt habe ich hier jeweils dann den Strang, der reingeht und den verteilt. Den Strang, der reingeht, verteilt den Strang und den Strang. So. So schaut es dann aus. Das heißt, die da kommen auf dem Laufband an. Der da und der da. Und die da verteilen sich halt alle auf dem da. Ich hoffe, dass der Abtransport auf jeden Fall schnell genug ist. Was ich jetzt halt nicht weiß. Weil normalerweise macht ja das hier mehr Sinn. Wenn das natürlich funktioniert, wäre das super. Ja, weil dann haut der raus wie Weltmeister. Dann werde ich nicht mal alle Sechse brauchen. Ja, und dann habe ich jetzt insgesamt, jetzt muss ich ja halt dann so den so einstellen, den Zug dann, dass wenn der unten ist, halt auch so lange wartet, bis er voll ist. Aber werden wir alles mitkriegen. Und ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei fast 48 Minuten. Das heißt, mal wieder ein wenig Überlänge, aber war jetzt wichtig, dass wir auch mal den Gedankengang fertig kriegen. Das muss ich nur hoffen. Genau, mein Problem. Dass die Schienen genau nicht mitspielen. Bis dahin. Du gehst jetzt bis dahin. Und den zweiten Bahnhof habe ich ja noch einstecken, ne? Außer Reichweite, ja, du mich auch. Genau. Ich habe jetzt momentan zwei Bahnhöfe, werden aber einer, das heißt, irgendwann geht es hier rein und dann fällt er rein. Ja, dann gibt es dann Signale und so weiter und so fort. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Denn wir sind am Ende. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen, Tipps habt, vor allem für Bahnhöfe, rein damit bitte in die Kommentare und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.